Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu, ja, dann jetzt wohl der letzten Folge. Ich beauftragte ein paar Häschen, weil ich sehe jetzt gerade, es sind nur noch 4 Level. Es sind einfach nur noch 4 Level. Die haben wir alle gemacht in den letzten 2 Folgen von diesem Spiel. Und das sind einfach nur unterschiedliche Spielstände hier. Na, man kann hier einfach wieder von vorne anfangen. Das ist jetzt unser Spielstand. Und es sind nur noch 4 Level. Und ich bin der Meinung, warum nicht? Dann machen wir einfach jetzt voll und suchen auch noch die letzten 4 Bilder ab. Und ja, legen einfach los. Oh, das könnte von den, oh, das könnte von den Farben her interessant werden. Gut, ich mache mal gleich auf groß und dann suchen wir das Bild ab. Das könnte mit dem Morium problematischer werden, finde ich. Aber wir machen einfach die alte Methode. Wir sind ja aus gefühlt in der letzten Folge nicht zu Profis geworden, aber schon wesentlich besser geworden. Und dementsprechend, das ist kein... Ach, die haben auch kein richtiges Grün, die Morüben. Okay. Wir klicken erstmal alles weg, was wir so finden. Und dann machen wir einfach weiter und lass uns überraschen. So. Okay. Die Vögel zählen nicht. Das heißt, wir können... Zur Not müssen wir es halt nochmal durchsuchen. Aber wir machen einfach erstmal weiter. Aber jedes Level hat tatsächlich dann seine Herausforderung, weil es halt anders gestaltet ist. Und man muss immer ein bisschen umdenken, wie die Hasen aussehen, wie die Morüben aussehen. Habe ich wirklich nichts übersehen. Es ist wirklich ein sehr nettes, entspannendes Spiel, finde ich. Also das ist mal ganz angenehm. Und ich wollte das sowieso schon länger mal ausprobieren. Und da bin ich der Meinung, dann können wir jetzt auch mal eben dem Spiel die Ehre erweisen und einfach alle Level zu Ende spielen. Weil wir sind ja inzwischen schon alte Hasen, was dieses Spiel anbelangt. Oh, sind das wirklich 3 Morüben nebeneinander? Tatsächlich? Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Hasen. Oh nein. Aber die Morübe haben wir. Okay, der letzte Hase. Der letzte Hase. Ich gucke dann immer ganz gerne einmal noch das Bild aus weiterer Entfernung an, ob er mir direkt auffällt. Aber ich befürchte, wir müssen noch mal alles ein bisschen durchscrollen. Das ist kein, das war der Hase. Okay, das ist der Dorfplatz gewesen. Jetzt kann ich auch wieder lesen, was wir da eigentlich spielen. Ja. Oh, oh, wir sind in der Gaming-Arkade. Das ist mal von den Farben her sehr knallig. Das ist bis jetzt, glaube ich, so das Knalligste an Leveln. Und man sieht, dass die Morüben sehr klein sind. Da muss man wirklich schon aufs Äußerste reinscrollen ins Bild. Da war ein Hase. Boah, die Morüben sind wirklich gut versteckt. Sehr, sehr gut versteckt. Da auch hier an der Lampe. Okay, das wird lustig werden. So, ich scroll mal weiter. Da ist auch ein Hase. Noch ein Hase. Das ist natürlich gemein, wenn die Dimension der Figuren so weit verändert wird. Weil hier erstmal, da zum Beispiel, weil hier auch sehr viel los ist auf diesem Bild. Es an sich schon sehr bunt ist. Und dann noch die Dimension der Figuren, die man eigentlich sucht, verändert wird. Das macht es dann schon ein bisschen knackiger, glaube ich. Hier zum Beispiel dieses ganz kleine Stückchen der Morübe noch. So, okay, jetzt scrollen wir mal hoch. Da kommen die 2 verbissenen Kinder oder Jugendlichen ins Bild. Hier auch überall. Da ist ein Hase. Die sehen gar nicht die niedlichen Hasen auf der Schulter. Ist das ein Hase? Nee, das ist kein Hase. Das sind Ohren. Jetzt sehe ich das gerade. Aber da ist ein Hase hinter. Da ist eine Morübe. Das war eine Morübe. Da auch. Da auch. Das ist echt tricky. Da ist ein Hase. Bei einigen Sachen sieht man das, aber dann auch wieder überhaupt nicht.
Sie hat eine Mohrrübe. Oh, hoffentlich verschluckt sie sich. Jetzt kann sie sich nicht mehr dran verschlucken. Alles gut. Da haben wir so ein Greifarmspiel. Sie hat auch eine Mohrrübenkette um. Das ist doch auch ein Hase. Ja, das ist auch ein Hase. Da ist noch eine Mohrrübe. Da ist eine Mohrrübe. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Da ist ein Hase. Okay, hier im T-Shirt ist ein Hase. Da ist eine Mohrrübe und da sind auch Hasen auf dem Shirt. Noch 16 Mohrrüben. Ja, das wird super werden, die zu finden. Und ich befürchte, dass irgendwas übrig bleiben wird. Und dann finde das mal. Das ist auch noch ein Hase. Jawohl, das ist auch ein Hase. Gut. Der ließ sich eben nicht so perfekt anklicken. Jetzt habe ich das Gefühl, dass hier auch irgendwie was versteckt sein könnte im Gesicht. Da, die kleinen Mohrrüben. Hier auch. Wir sind immer noch nicht am Ende des... Doch, jetzt sind wir am Ende des Bildes. Da ist noch ein Hase, da ist noch eine Mohrrübe. Da ist noch ein Hase. Hase, Mohrrübe, Hase, Mohrrübe. 5 und 5 haben wir noch. Hase... Mohrrübe, Mohrrübe. Oh nein, ich habe es befürchtet. 3 Mohrrüben, 4 Hasen. Uff, okay, lass uns mal eben aus der Entfernung gucken. Warte mal, hier ist doch noch ein Hase versteckt und da ist ein Hase versteckt. Das heißt, 2 Hasen fehlen uns noch. Da gucke ich mal eben, ob ich die wirklich... Ich glaube, man kann das besser sehen, wenn man so... Da ist noch ein Hase. Wenn man so ein bisschen mehr aus der Entfernung guckt. Da ist noch ein Hase. Okay, 3 Mohrrüben. Ach, das wird schwieriger. 3 Mohrrüben suchen wir noch. Ja, man meint immer nur, dass das so einfach ist. Ne? Man guckt da drauf und sagt sich, lässt sich doch relativ gut erkennen. Und dann bleibt am Ende... Sieht man ja, bleiben 3 Mohrrüben übrig, die man noch finden muss. Und man fragt sich, wo? Das heißt, ich müsste eventuell gleich nochmal wieder richtig ran scrollen. Also, das ist doch... Warte mal, okay. Ich mache jetzt mal so groß, wie es irgendwie geht. So, dann bleiben wir mal auf der Ebene und scrollen hier einmal durch. Vielleicht sind die ja so winzig klein geworden, dass man das jetzt gar nicht mehr erkennt, außer ganz dicht dran zu scrollen. Wo könnte da noch was versteckt sein? Ja, dann fordere ich das heraus, wenn ihr meint, dass ihr das schneller und besser könnt. Macht das gerne. Für 3,99 beziehungsweise die anderen Spiele kosten teilweise auch 1,99, kann man, glaube ich, nichts falsch machen, um ein nettes, entspannendes Zwischendurchspiel haben. Ich kann euch jetzt nur nicht sagen, wie die Musik von dem Spiel ist. Die habe ich jetzt extra ausgemacht. Ich denke mir mal, die wird aber auch total nett sein. Also von daher. Oder angenehm sein. Wo sind die letzten Mohrrüben? Da! Da war eine, da ist auch noch eine. Eine einzige brauchen wir. Da oben an der Rakete. Oh, sehr gut versteckt. Sehr, sehr gut versteckt. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, das Level. So, ist das jetzt das letzte Bild? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wir haben wieder hier, diesmal heben sich die Häschen und die Mohrrüben ab. Alles klar. Das heißt, wir arbeiten uns mal durch das Bild und klicken einfach erstmal alles an, was wir so auf dem ersten Blick finden. Da ist noch eine Mohrrübe. So. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht so wesentlich leiser werde, weil man konzentriert sich dann doch so ein bisschen darauf, ob man was entdeckt oder was man entdeckt. Sie einfach jetzt nur noch Hasen und Möhren. Da ist noch eine Möhre, da ist noch ein Hasen.
Also jetzt scrollen wir mal so weit hoch, denke ich mir mal, und gehen das nochmal durch. Oh, da hat jemand seinen Finger verloren. Okay, das ist nicht so schön, aber ich denke mir mal, die kommen damit klar. Das sieht so aus, als wenn die teilweise, wenn es nachwachsen würde. Oh, der zieht das Schwert aus dem Stein. Aber ob er schafft. Er hat aber eine Krone auf. Das ist nur die Frage. Weil die haben... Da ist auch eine Krone. Also vielleicht ist es das normal, dass sie alle mit Krone rumlaufen. So, warte. So. Ist das ein Jedi oder so? Ich weiß das nicht. Hier scheint auch jemand sein Gebiss verloren zu haben. Ist das... Nee, das ist kein Hase. Aber das hätte auch ein Hase sein können. Das ist gar nicht so einfach. Hier der Schädel, warte mal. War der nicht... Sowas Ähnliches gab es doch in... das scheint also über... sämtliche Plattformen zu gehen. Ne? Also wenn es hier wirklich Anspielungen an Spiele sind oder inspiriert von Spielen, dann geht das hier auch über Plattformgrenzen, weil die kommen mir bekannt vor. Die kenne ich, glaube ich, aus Breath of the Wild. Aber die gab es vielleicht auch schon anders. Also wenn, dann hätte ich die jetzt Nintendo zugeordnet. Aber kann auch sein, dass es die schon in anderen Spielen gegeben hat. Ne? Das ist jetzt so... Ich halte auch nicht besonders viel davon, dass man jetzt sagt, oh, das ist jetzt die ultimative Spielerart, weil ich ja ursprünglich selber von der Konsole oder mit der Konsole überhaupt richtig erst mit Spielen in Berührung gekommen bin und dann irgendwann auf dem PC gelandet bin. Und mir kommt es auf die Spiele drauf an, nicht auf die Konsole an sich. Wir haben nicht alles, ne? Jetzt habe ich nicht geguckt. Da ist noch ein Hase. Zwei Möhren fehlen uns noch. Okay, aber Hasen haben wir alle. Da ist noch eine Möhre. Eine Möhre noch. Da ist noch eine Möhre. Errungenschaft. Wir haben es. Gab es noch ein Level? Das müsste aber jetzt das letzte Level sein, oder? Okay. Das ist wieder sehr anders als die anderen Level. Ich mache mal auf ganz groß, weil... Oh ja. Ich sehe schon Schwierigkeiten. Die Hasen sehen alle unterschiedlich aus. Oh, warum gucken die Ballons so? Ja gut, sie sind ein bisschen gedrängt, ne? Die gucken so böse. Da ist auch eine Mogelbe drin. Oh, das wird lustig werden. Das ist ein Hase gewesen, in der Tat. Da ist auch ein Hase. Oh, das ist ein knackiges Level. Was ist mit dem Stern los? Der scheint sauer zu sein. Da ist auch ein Hase drin gewesen. Da ist ein Hase. Oha, oha, oha. Da ist ein Hase. Aber niedliche Figuren, die hier so geschaffen werden. Interessant. Ja. So. Da ist ein Hase. Da ist ein... Cupcake heißt das ja, wenn die hier so oben drauf so was drauf haben, ist es ja ein Cupcake, sonst wäre es ja ein Muffin. Da ist ein Hase drin, da ist ein Hase drin. Das ist kein Hase, aber das ist eine Möhre. Die sieht niedlich aus, so richtig so von wegen, ja, wir wollen hier raus. Da ist eine Möhre rüber, da ist eine Möhre rüber. Da ist ein Hase. Da sitzt ein Hase. Und die Sterne, die überall rumsitzen. Das sieht auch, das ist, was ist das, so ein Widder? Sieht cool aus. Das war auch ein Hase, okay. Interessanter Grafikstil. Morübe, morübe, morübe. Und das sind noch so viele. Ich weiß gar nicht, oh Mann, das... Also wenn wir da jetzt was übersehen, das wird knifflig, das zu finden. Hier auch, die sehen cool aus.
hier richtig. Da ist auch noch ein, oh, da ist auch noch ein Hase dahinter. Da ist ein Hase drin. Da ist ein Hase drin. Da ist noch eine Möhre. Da ist noch ein Hase. Da ist noch eine Möhre. Hase, das ist ein Bote, aber da ist noch eine Möhre. Das ist schon nicht schlecht. Was ist mit den Sternen hier, dem Bild? Da ist noch eine Möhre, da ist noch eine Möhre. Da ist eine. Ich habe schon lange keinen Hasen mehr gefunden. No, der guckt traurig. Da ist noch ein Hase. 17 Hasen noch. Das ist auch ziemlich, ziemlich viel. Da ist noch ein Hase. Da, noch eine Möhre. Da macht das dann schon eine Menge aus, dass sie eben halt in anderen Farben immer gehalten sind und man nicht immer das Gleiche sucht, ne? Das ist dann schon knackig. Da ist noch eine Möhre. Da ist noch eine Möhre. Ganz viele Eiswaffeln. Allein schon hier vom Muster könnte es sein, dass hier irgendwas versteckt ist. Rüber. Da möchte man am liebsten irgendwie so machen mit dem Klavier, aber das kann natürlich auch ziemlich nerven. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Da ist noch ein Hase. Oh, die kleine Tür hier drin. Da wohnen dann die ganzen Hasen. So, da ist noch eine Mohrrübe. Hase, Mohrrübe. Da ist noch ein Hase. Da ist noch eine Mohrrübe. Oh, wir kommen zum Ende des Bildes. Hase, Mohrrübe, 6 und 5. Okay, oh nein, das war's. 6 und 5. Okay, ich scroll wieder raus. Ich mache jetzt wieder die Methode. Vielleicht entdecke ich so Entfernung mehr. Manchmal, das klingt vielleicht komisch, aber es ist tatsächlich so. Manchmal sieht man das dann ein bisschen klarer aus der Entfernung. Aber ich befürchte ja, dadurch, dass das auch alles die gleiche, also unterschiedliche Farben hat, kann das schon mal ziemlich verwirrend sein. Und ich glaube, das muss ich nochmal Stück für Stück durchgehen. Ne? Das ist auch, glaube ich, das letzte Level. Ich weiß auch nicht, ob euch das überhaupt gefällt oder Spaß macht oder ob es überhaupt frequentiert wird. Aber ich wollte das Spiel spielen und im Stream wollte ich das jetzt nun nicht. Da ist es dann oftmals schon ruhig genug im Stream. Dann deswegen habe ich gedacht, mach es einfach so ein bisschen so. Ich spiele das einfach mal zwischendurch. Na, dann kann man sich mal wieder ein paar Spiele angucken und vielleicht habt ihr euch ja gefragt, oh, was ist denn, ich beauftragte ein paar Häschen für ein Spiel und dann kann ich euch das wenigstens zeigen und ich denke mal, man kann es, oh, da ist noch eine Mohrrübe, auch für sich einfach ausprobieren. 5 und 5 brauchen wir noch, naja, ich glaube, ich befürchte, ich muss alles nochmal komplett Stück für Stück durchgehen. So. Weil wir brauchen noch 5 Hasen und 5 Möhren. Da ist noch eine Möhre. Oh, das könnte... Ist das eine Möhre? Das war eine Möhre. Okay, sehr gut. Das könnte alles Mögliche sein. Das ist echt nicht einfach. Das war keine Möhre. Okay. Auch hier im Baum, da ist noch ein Hase. 4 Hasen. 4 Hasen, 4 Möhren waren es jetzt, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Das ist wirklich nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht oder wirkt. Das würde sich ja auch anbieten, ne? Wo so viele Figuren sind. Aber da sitzt kein Hase drin. Ich will auch nicht jedes Mal dann alles anklicken. Ich glaube nicht, dass man hier eine Strafe kriegt, wenn man irgendwas... Da ist noch eine Möhre.
Puh, zwei Möhren noch. Da ist noch ein Hase. Drei Hasen noch. Uiuiui. Hier in dem Gewusel könnte auch... Ist das ein Hase? Nein, das ist kein Hase. Das gehört hier irgendwie zu dem Ententier dazu. Okay. Gar nicht so einfach. Ach, ist ja witzig. Wird der gesucht? Ja, das Poster. Weil die Figur ist hier oben. Da. Aber ich suche ja Hasen und Möhren und ich suche nicht diese Figur. Ich achte, ich habe das Gefühl, manchmal konzentriert man sich dann so drauf, dass da ist noch ein Hase, dass man alles Mögliche sieht, aber eben nicht das, was man sucht. Na, also zwei Hasen, zwei Möhren noch? War das so? Oh, da ist noch eine Möhre. Und ist das ein Hase? Nee, es ist kein Hase, es ist eine Schleife. Es sah aber aus wie, naja, Hasenohrenschleife. Wer kennt sie nicht, ne? Oh. Man möchte auch am liebsten irgendwas aufmachen, aber es geht nicht. Und ich hab's ja gesagt, hier so mit diesem Muster... Ist das gar nicht so einfach, da jetzt zu gucken, ob da noch ein Hase oder sowas ist oder auch eine Möhre hier einfach irgendwo drin ist. Das ist eine Eiswaffel, naja. Da ist noch ein Hase. Oh, ein Hase, eine Möhre. Na, vielen Dank auch. Das ist wieder ein sehr kniffliges Etwas. So, lass mal schauen. Ich gehe nochmal ganz sanft die Reihen hier durch und guck einfach. Das ist ja auch nicht, das ist was, ich auch wieder so ein Fantasietier, ein bisschen Vogel mit kleinen Hörnern und sowas, aber kein Hase. Sowas hier wie dieser Baum auch sehr prädestiniert, was drin verstecken zu können. Aber hier waren ja auch schon Sachen drin, ne? Das ist auch kein Hase. Hier ist auch nichts Hasenmäßiges. Auch wenn es manchmal zwischendurch aussieht, als wenn was Hasenmäßiges drin wäre. Eine Möhre, ein Hase. Jetzt wird die Folge alleine deswegen so lang, weil ich wirklich den letzten Hasen, die letzte Möhre nicht finde. Ich will hier auch nichts in die Länge ziehen, weil ich da eh nichts von habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt gefällt oder ankommt oder sonst irgendetwas. Aber ich finde das eigentlich mal ganz angenehm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach meinen, ich wäre ziemlich laut, wenn ich Let's Playe oder spiele oder streame oder sowas. Aber ich mag auch gerne das Ruhigere daran. Ich gehe halt nur gerne mit den Spielen mit, um das mal so ein bisschen zu erklären. Und wenn ich dann was Aufregenderes habe... Das sind auch keine Hasen. Ach, die hatte ich schon angeklickt. Mal etwas Aufregenderes habe, dann bin ich halt eben auch etwas aufgeregter. Weil ich zu sehr mich in diese Spiele hineinversetze. Kann Fluch und Segen sein. Ich weiß immer nie so wirklich, wie das ankommt, aber das ist nun mal meine Art. Und so bin ich nun mal und das ändere ich nicht. Oder kann ich auch nicht ändern. Ist das ein Hase? Das ist ein Hase. Das war ein Hase, der war gemein versteckt, so dunkel hier, ne? Das ist dann bei dem Hintergrund. Und jetzt suchen wir die letzte Möhre. Uiuiui, die könnte erst recht überall sein. Diese Stifte sind keine Möhre, ne? Oder die Pfeile hier, nein, die sind keine Möhre. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ne? Also das wollte ich nur mal so erwähnen, dass... Wird auch nicht dauerhaft irgendwas sein, dass ich jetzt nur solche Sachen hier mache. Aber das ist so einfach mal die Idee dahinter. Mal was Entspannteres machen und trotzdem diese Spiele spielen zu können. Wo ist die letzte Möhre? Wo ist die letzte Möhre? Sie könnte
und überall sein. Das ist das Problem. Überall und nirgends. Der Hase war schon schwierig, aber die Möhre. Vielleicht auch hier irgendwo versteckt, weil dieser Hintergrund einfach dann auch sehr irreführend ist. Aber bis jetzt konnte man die Umrisse der Möhre sehr gut erkennen und hier sehe ich gerade gar nichts. Aber wie gesagt, es kann auch immer mal wieder sein, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich scroll noch mal ein bisschen weiter raus, aber ich glaube nicht, dass man es dann besser sehen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das schon wieder vor mir entdeckt habt, ist dann sowieso groß. Umso größer, je mehr Leute vielleicht dann zugucken oder je mehr Augenpaare dann auch zugucken. Aber ich gebe jetzt auch nicht auf, ne? Also ich will jetzt das einfach. Das beenden wir jetzt hier nicht unfertig. Ich will die letzte Möhre haben. Okay, nützt nichts. Ich mache nochmal auf ganz groß. So. Und dann gehen wir einfach nochmal alles Stück für Stück durch. Das kann ja nicht angehen, dass wir die letzte Möhre hier nicht finden. Bei den Ballons auch nicht im Gesicht, hier nicht im Regal, hier waren glaube ich auch Möhren dazwischen. Der Stern hat sie auch nicht. Da ist nichts. Man hat ja zumindest immer die Umrisse erkennen können von der Mohrrübe. Aber wie gesagt, also im Moment. Sehr, sehr schwierig. Da bin ich mal gespannt, wo wir die finden. Da ist nichts. Das soll ja auch keine Mohrrübe sein, nein. Hier bei den Büchern nicht. Hier vielleicht irgendwie. Ich sage, das ist gerade dieses Schwarz mit Rot in den anderen Farben. Kann ziemlich gemein sein. Aber da ist auch nichts. Oder hier, ne? In dieser Baumrindenstruktur oder sowas. Oder dass irgendwas Ablenkendes da drumherum gemacht ist, damit man das nicht sofort... Das sind auch hier Eiscones oder sowas. Naja, das sind Eiscones. Keine Mohrrüben. Der freut sich auch hier. Aber keine Mohrrüben. Oder wie gesagt, Mohrrübe. Wir brauchen nur eine einzige. Eine einzige Mohrrübe. Ist das zu viel verlangt? Wer hat sie versteckt? Die letzte Mohrrübe. Die letzte ihrer Art. Hier war eine drauf. Und da haben wir auch irgendwo eine gefunden. Ne? Uff. Sehr, sehr gut versteckt. Hier war eine drin. Linien das noch versteckt sein könnte. Ja, die stecken auch nur ein Eis hier. Das ist eine Waffeltüte. Das auch. Aber wie gesagt, ich würde das auch jetzt dem zutrauen, dass es da irgendwie noch drin versteckt ist. Wo ist die letzte Mohrrübe? Und jetzt sind wir schon wieder am Ende des Spiels, ne? Also am Ende des Bildes. Da ist sie. Oh, und ich habe doch gesagt, dass auf dieser Holzstruktur, da ist sie. Und wir haben es Errungenschaft freigestellt. Wir haben 100% bei I commissioned some bunnies. Ich beauftragte ein paar Häschen. Ja, was soll ich sagen? Wir haben alle Level durchgespielt. Hat jetzt der letzte Teil ein bisschen länger gedauert. War gar nicht so gedacht. Wie gesagt, na, es ist ein sehr nettes, empfehlenswertes Spiel für 1,99 bzw. 3,99. Ich beauftragte ein paar Häschen, ein paar Kätzchen, ein paar Bienchen kann man durchaus machen und ich hoffe, es hat euch wenigstens etwas gefallen und ich sage einfach vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch, Lissi. Macht's gut, ihr Lieben.